Gut, ich habe in Word oft einseitige Dokumente, die im A4-Format vorliegen und die möchte ich dann im A5-Format ausdrucken, damit es nicht so viel Papier verbraucht. In Word lässt sich ja sowas einstellen, aber so ganz glücklich bin ich damit noch nicht. Darf ich dir mal zeigen, warum? Ja, wechsel mal über Datei in die Backstage, bitte. Du siehst mein Formular, dann gehe ich über Datei und wähle jetzt Drucken. Und was ich weiß, ist, dass ich dann bei Seiten pro Blatt auf 2 einstellen kann. Nur wenn ich das jetzt ausdrucke, da ich ja nur eine Seite habe, bleibt jetzt die eine Hälfte immer leer. Und das ist doof. Ich hätte ja gerne, dass die auch gefüllt wird. Und jedes Mal das Ding zu duplizieren, ist zu viel Aufwand. Geh mal ein Stückchen weiter nach oben. Unterhalb von alle Seiten drucken kannst du den Seitenbereich eingeben. Und da tippst du jetzt 1,1 ein und sagst ihm damit, dass er die Seite 1 nochmal drucken soll. Okay, ich gehe auf Drucken und hier sieht man im Adobe genau, was passiert. Er hat also tatsächlich, wie du gesagt hast, die erste Seite einfach zweimal nebeneinander gedruckt. Das heißt, das Ganze kann ich mit auch einer beliebigen Seite machen. Ich müsste gar nicht in einem Dokument, wenn ich die Seite 12 zweimal im A5-Format haben möchte, gebe ich einfach 12,12 ein.